Wir haben heute, denke ich, eine sehr spannende Runde eingeladen, aber es soll auf keinen Fall eine Frontalveranstaltung sein. Gerade in dem kleinen Raum können wir auch sehr gut diskutieren. Am Anfang freue ich mich über einen Input unserer Impulsgeber und danach wird die Diskussion geöffnet. Der Raum ist zwar klein, trotzdem möchten wir bitten, die Mikros zu benutzen wegen dem Livestream. Das heißt, es wird übertragen im Internet und kann nur gehört werden, wenn das Mikrofon benutzt wird. Hi. Genau. Ja, willkommen. Also, ich freue mich hier, drei Referenten zu begrüßen, die durch sehr unterschiedliche Wege zum Thema gekommen sind. Wir haben zum einen Uta Maria Pfeiffer vom Bundesverband des deutschen Luftverkehrs. Entschuldigung. Und Verkehr ist hier schon das richtige Stichwort, weil ihre ganze berufliche Karriere hat sie mit Verkehr und Nachhaltigkeit gearbeitet. Erst die Schienenfahrzeuge, dann kamen die Busse dazu und jetzt die Flugzeuge. Und bei Herrn Knecht von Airbus war es genau umgedreht. Da kamen erst die Flugzeuge und dann bei der Frage, wie soll so ein Flugzeug aussehen, die Effizienz, weil das ist, was für den Kunden die Betriebskosten spart und darüber der Klimaschutz und die erneuerbaren Energien in den Treibstoffen. Martin Kamis dagegen kommt über den Klimaschutz zum Verkehr. Und der internationale Flugverkehr verbindet all die Themen, die er auch sonst so bearbeitet, nämlich Emissionshandel, flexible Mechanismen, internationale Verhandlungen, alles ist im Paket drin. Und so freue ich mich, mit Ihnen und euch unsere drei Referenten zu begrüßen. Frau Pfeiffer, wollen Sie den Start machen? Und ich stelle Ihnen mal den Laptop rüber, damit Sie hier stehen können. So, ich bringe Ihnen noch ein... Ist das Mikro eigentlich auch an? Probieren Sie doch mal, ob das... Ja, liebe Frau Greichen, vielen Dank für die einführenden Worte und liebes Öko-Institut, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich in den Luftverkehr einführen darf. Ich selber komme vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Vielleicht, ich denke, in diesem Raum sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Vielleicht kennt der ein oder andere unseren Verband gar nicht. Wir sind erst seit 3,5 Jahren am Start. Und bei uns sind Mitglieder die Fluggesellschaften, die Flughäfen, die Deutsche Flugsicherung und zum Beispiel solche Dienstleistungsunternehmen wie die Gebrüder Heinemann. Die kennt der eine oder andere. Ich denke mal, jeder ist schon geflogen hier im Raum von den Duty-Free-Shops von den Flughäfen. Ich würde gerne starten mit ein paar Daten und Fakten, denn wenn ich mir so manche Publikationen anschaue, dann denke ich, ist das nochmal sinnvoll, damit anzufangen. Deshalb ein paar Kennzahlen vorweg zum Thema Energieeffizienz und Klimaschutz, denn das ist ja so die Grundlage, auf der wir heute diskutieren wollen. Ich habe Ihnen auch unseren Report, den aktuellen, mitgebracht, da finden Sie die Daten auch alle wieder. Wenn man sich anschaut, was passiert eigentlich so im Luftverkehr? Danke. Dann, ja, wir sind ein Wachstumsmarkt. Das haben wir vorhin schon gehört, der Güterverkehr und der Luftverkehr sind Wachstumsmärkte. Und das ist ja nicht so, weil wir selber, ich meine, natürlich finden wir Fliegen toll, aber es gibt auch einen Bedarf und wir decken einen Bedarf. Das darf man auch nie vergessen. Und das Wachstum, das werde ich Ihnen gleich auch nochmal sagen, findet nicht im nationalen Luftverkehr statt. Dort haben wir einen Rückgang und das wird leider überhaupt nicht thematisiert, sondern wir haben ein internationales Wachstum. Und dieses internationale Wachstum im Luftverkehr folgt dem Wirtschaftswachstum, der Globalisierung. Und das bitte ich immer auch im Hinterkopf zu behalten, wenn wir nachher darüber sprechen, was kann dieser Verkehrssektor tun. So, ich habe hier dann mal geschaut, es gibt ganz viele Statistiken und ich habe gelernt, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleichen muss, damit man zu einem Ergebnis kommt und nicht Äpfel mit Birnen. Und deshalb habe ich Ihnen folgende Grafik mitgebracht, die zeigt Folgendes. Wir haben Zahlen in Deutschland, wir erheben den Kerosinverbrauch in Deutschland, also das, was getankt wird an deutschen Flughäfen. Und das sehen Sie hier in dem grünen Bereich und Sie sehen, von 1990 bis 2012 haben wir einen Zuwachs von 89%.
Gleichzeitig muss man dann überlegen, wenn man jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen möchte, muss man sagen, überlegen, welches Verkehrsaufkommen oder welches Verkehrsleistung ist denn adäquat dazu? Wofür wird denn dieses Kerosin benutzt? Nur dann kann man nämlich ein vernünftiges Verhältnis darstellen. Das heißt, wir mussten uns also anschauen, wie sieht es aus von allen, wie ist die Verkehrsleistung von allen abgehenden Flügen aus Deutschland? Und zwar nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für alles, was Cargo ist. Und das wird nämlich häufig dann auch vergessen, wenn man die Zahlen gegenüberstellt. Und dort sehen Sie, was uns schon gelungen ist im Luftverkehr, nämlich eine Entkopplung vom Kerosinbedarf zum Richtung Verkehrswachstum. Das heißt, dort ist ein Gap. Das Verkehrswachstum ist um 218% gestiegen. Ja, es ist gestiegen. Dazu muss ich noch eins sagen, Verkehrswachstum, wenn wir davon reden, wenn unsere Flughäfen oder auch die Fluggesellschaften sagen, wir haben wieder mehr, wir sind gewachsen, dann heißt das, wir sind an Personen gewachsen, also an Menschen, die wir transportiert haben. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass wir auch mehr Flugbewegungen haben, sondern wir sind einfach auch effizienter geworden. Und das sieht man auch sehr schön an dieser Grafik hier, diese Entkopplung. Die ist nämlich gelungen, weil wir mehr Menschen in einem gleichen Flugzeug transportieren. Wenn Sie so überlegen, 1990, beziehungsweise wenn wir noch weiter zurückgehen, da hatten wir eine Auslastung von 50%. Mittlerweile sind wir bei 80%. Das heißt aber, damit ist dann kein Flugzeug mehr gestartet und wir haben natürlich auch größere Flugzeuge und wir organisieren uns besser. Und das hat dazu geführt, also es hat sich schon einiges getan. Aber nochmal, wir sind ein Wachstumsmarkt und das werden wir wohl auch erstmal bleiben. Was hat dazu geführt? Eine Kennzahl, die wir auch seit ein paar Jahren erheben, sind die spezifischen Verbräuche, weil das zeigt nämlich an, wie effizient sind wir eigentlich geworden. Jetzt mal abgesehen davon von dem absoluten Wachstum. Und da sehen Sie einfach, dass 1990 hat ein Flugzeug, und jetzt spreche ich nur von den deutschen, also von den deutschen Fluggesellschaften, weil nur von denen habe ich die genauen Zahlen. Und Sie sehen, also 1990 hat ein Flugzeug auf 100, also pro Person und 100 Kilometer noch 6,3 Liter benötigt. Und wir liegen mittlerweile bei 3,68%. Und das sind mittlerweile 42% weniger. Also wir sind 42% effizienter geworden. Und wenn wir Klimaschutz diskutieren, dann diskutieren wir natürlich auch immer über absolute Zahlen, aber das Thema Energieeffizienz, also das Effizienzthema ist, glaube ich, mindestens genauso groß, weil ohne das können wir die Klimaschutzziele überhaupt nicht erreichen. Natürlich sind das Durchschnittswerte und man muss auch ehrlich sagen, das finden Sie auch im Report, natürlich ist auf Kurzstrecke der Verbrauch höher als auf Langstrecke und der Verbrauch, wenn Sie einen Flieger haben mit Business Class oder First Class, ist auch höher als pro Person höher, als wenn Sie einen Ferienflieger haben, der, sage ich mal, mit dichtester Packung fliegt. Natürlich sind das die Unterschiede, aber und trotzdem liegen wir bei 3,68 Litern. Warum ist das so? Und ich habe schon überall auch in den einführenden, in dem Statement hier zum Workshop in der Einladung oder auch auf dem Plakat, draußen steht ja überall, ja, es gibt ja noch gar keine Regularien und so. Ja, brauchen wir auch nicht für das Thema Energieeffizienz, weil das ist unser Antrieb. Die Betriebskosten, wenn man sich die anschaut, dann entfällt ein Drittel der Betriebskosten auf Kerosin. Das heißt, unsere Unternehmen, die haben Anreiz genug, um immer energieeffizienter zu werden und sie tun alles, damit das gelingt und den Erfolg habe ich Ihnen gerade gezeigt. So, wenn wir jetzt vom Thema Energie gehen zu den CO2-Emissionen, wie sieht es da aus? Ein immerwährender Vorwurf heißt, ihr wachst ja ins Unendliche und irgendwann werdet ihr mal 20-30% der weltweiten CO2-Emissionen ausmachen. Nein, das ist eben auch nicht der Fall. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, aus den statistischen Erhebungen hier von der Internationalen Umweltagentur die Zahlen herauszupicken und mal zu gucken, wie sieht es denn tatsächlich aus. Und das sind jetzt keine absoluten Zahlen, sondern das ist das Verhältnis. Weil, wie ich vorhin schon sagte, wir wachsen mit der Weltwirtschaft. Wir sind ein internationaler Verkehrsträger. Und wenn Sie sich den kleinen grünen Balken, den dunkelgrünen Balken anschauen, dann ist das der Luftverkehr. Und 2011 ist das ein Prozentsatz von 2,42% und 2000 waren es noch 2,81. Also prozentual gesehen nimmt sogar der Luftverkehr ab bei den CO2-Emissionen. Aber das ist auch ganz klar, weil Sie sehen auch, die anderen Sektoren wachsen natürlich
noch stärker als der, also sie wachsen. Also bei uns gibt es halt den Rückgang. Wie sieht das jetzt nochmal aus? Wir sind ja heute hier, um uns den Verkehr anzuschauen. Das sind auch weltweite Zahlen. Da sehen Sie, 22% der CO2-Emissionen macht der Verkehr aus. Und in Summe sind es 2,42%, die der Luftverkehr ausmacht. So, etwas, was in keiner Statistik irgendwie auftaucht, zum Beispiel auch auf dem ersten Chart, was gerade gezeigt wurde im Plenum, da wurde, manchmal habe ich den Eindruck, dass immer genauso wie es passt, wird gerade mal der innerdeutsche Luftverkehr genommen oder der internationale wird dazu genommen, weil man sonst den nationalen ja gar nicht sieht, den Luftverkehr. Und genauso muss man sich auch mal vor Augen führen, worauf hat denn, und wir diskutieren ja über Klimaschutz in Deutschland und was der deutsche Gesetzgeber für Einfluss hat, und worauf hat er denn Einfluss? Er hat, weil wir ein internationaler Verkehrsträger sind, nur auf die nationalen CO2-Emissionen direkten Einfluss. Alles andere ist durch die ICAO, also durch eine UN-Luftfahrtbehörde, geregelt. Und da wundere ich mich immer, wie dann mit Zahlen hier hantiert wird und dass dann bei der großen, also bei der Show, wie wenig die Klimaschutzziele erreicht worden sind, da nimmt man plötzlich den internationalen Verkehr. Und wenn die Statistik gezeigt wird, vorhin zum Beispiel von der Ökobilanzierung über die Verkehrsträger, da wird dann plötzlich nur der nationale Verkehr gezogen. Ist immer ein bisschen schwierig. Und was überhaupt nicht geäußert wird, ist, dass die CO2-Emissionen im innerdeutschen Luftverkehr zurückgehen. Und zwar habe ich Ihnen hier mitgebracht die Zahlen von 1990 bis 2012. Und die sind de facto absolut um 18% gesunken. Obwohl wir einen Zuwachs von 63% bei den Personenkilometern haben. So, das nächste, was ich gelesen habe auf dem Plakat, es gibt da noch gar nichts im Luftverkehr, es gibt keine Ziele, nichts. Auch das ist nicht richtig. Es gibt eine Selbstverpflichtung von uns als Branche und das ist, glaube ich, einmalig auf dieser Welt. Wir haben uns mit allen zusammengetan, mit den Herstellern, mit den Fluggesellschaften, mit den Flughäfen, mit der deutschen, also mit den internationalen Flugsicherungsbehörden in Organisationen auf der Welt und wir haben gesagt, wir müssen was tun. Wir haben das schon erkannt. Wir haben erkannt, dass wir ein Wachstumsmarkt ist und dass wir etwas tun müssen. Und deshalb haben wir schon 2008 solche Ziele vereinbart. Und zwar weltweit. Das heißt, wir haben gesagt, ab 2010 wollen wir jedes Jahr 1,5% mehr Treibstoffeffizienz pro Jahr erreichen. Das erreichen wir, das ist nachweisbar, sogar weltweit. Wir Deutschen liegen sogar darüber, wir sind ungefähr bei 2% pro Jahr. Dann wollen wir ab 2020, und das ist ja gleich auch ein Hauptthema, mit dem wir uns hier beschäftigen wollen, wollen wir CO2-neutral wachsen. In der EU, das muss ich auch dazu sagen, wir haben eine Reglementierung hier in Europa, der Luftverkehr unterliegt seit 2012 dem Emissionshandel. Das heißt, wir haben ein Regularium und wir wachsen in Europa schon CO2-neutral. Das wird überhaupt nicht thematisiert, ärgert mich immer ein bisschen. So, und was wir 2050 anstreben, es ist natürlich eine lange Zeit, aber auch da haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie das gehen kann. Wir wollen dort eine 50-prozentige Reduzierung der Netto-CO2-Emissionen. Netto deswegen, weil ja Biokraftstoffe, haben wir vorhin auch gehört, wenn wir Biokraftstoffe verbrennen als Kerosin, dann entsteht dort natürlich auch CO2, aber in der gesamten Summe ist es hoffentlich dann eine positive Bilanz. So, wie machen wir das? Wir haben eine Vier-Säulen-Strategie. Da wird gerade zum Thema alternative Flugkraftstoffe Herr Knecht gleich noch drauf eingehen. Marktbasierte Instrumente, das diskutieren wir gleich noch. Aber Sie sehen, wir haben uns dort Gedanken gemacht und ja, wir bekennen uns auch zu marktbasierten Instrumenten. Das ist Teil unserer Strategie, weil wir wissen, dass wir ohne diese marktbasierten Instrumente unsere Ziele nicht erreichen können. Wie sieht das momentan in Zahlen und Fakten aus? Das sind jetzt wieder weltweite Zahlen. Sie sehen dort aufgetragen die Historie ab 2005 bis 2013 den Wert, dass wir 700 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen, im Luftverkehr, im internationalen Luftverkehr. Und Sie sehen, wie wir uns die Entwicklung, wie unsere Abschätzung ist. Das heißt, was wir durch den Betrieb, durch die Infrastruktur und durch alternative Kraftstoffe erreichen können, hier erstmal nur aufgetragen bis 2030. Und Sie sehen diesen grünen Bereich, und darüber wollen wir heute auch sprechen, dass Teil unserer Strategie sind diese Offsets. Das heißt also, wir rechnen auch damit, dass
Und hier ist halt eben international aufgetragen. Das heißt, ab 2020 wird es ein System geben. Ich hoffe, dass es ein System gibt, weil es gibt hier Leute im Raum, die sagen, das wird sowieso nichts. Ich hoffe, dass es von den Staaten, die Mitglied sind bei der ICAO, das ist die UN-Luftfahrtbehörde, dass Luftfahrtorganisation, dass sie sich wirklich aufraffen, um dieses System zu implementieren. Da wird Herr Dr. Kamis ja gleich auch noch einiges zu sagen. So, nochmal CO2-Emissionshandel. Wir haben ihn bereits, das war mir nochmal wichtig, ich habe es gerade eigentlich schon erwähnt, und wir wachsen CO2-neutral. Das möchte ich auch immer noch im Hinterkopf, also dass Sie das im Hinterkopf behalten, wenn wir diskutieren. Also es gibt schon Maßnahmen, die auch umgesetzt werden. So, dann das Thema kommt natürlich hundertprozentig auch. Ja, wir haben nicht nur CO2, sondern da wir in höheren Höhen fliegen, in hohen Höhen fliegen, gibt es auch das Thema Klimawirkung bei uns. Ja, auch dazu ist es sehr interessant, dass gerade Flugzeuge Aufklärungsarbeit leisten. Und dass es dort schon sehr interessante Forschungsergebnisse gibt, mit denen man eben auch klimaneutral, sage ich mal, fliegen kann, weil das Problem sind ja, ich weiß nicht, ob sich jeder da so mit auskennt, das Problem sind halt die Kondensstreifen und die daraus entstehenden Zirren, die halt erwärmend aufs Klima wirken können, je nachdem, wo sie sind. Manchmal sind sie auch abkühlend. Und es gibt vom DLR Untersuchungen, wie man solche Gebiete umfliegen kann und wie man fliegen kann, damit man diese Kondensstreifen eben nicht erzeugt. Also das ist auch ein Thema, wir können es heute noch nicht lösen, aber wir haben Ansätze. Es gibt Forschungen und wir unterstützen auch diese Forschung, damit wir eben auch dort das Thema Klimawirkung vielleicht irgendwann in den Griff kriegen können. Ja, das wären meine Ausführungen soweit als Anfangsstatement. Vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit und wir haben ja gleich noch genug Zeit zu diskutieren. Danke. Die Diskussion würde ich wirklich gerne auf nachher verschieben. Sondern jetzt erstmal alle zu Wort kommen lassen. Insofern bitte ich das Publikum ein bisschen um Geduld. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Oh. Schönen guten Morgen. Meine Damen und Herren, oder ja, wir haben noch einen Vormittag vorgereicht. Vielen Dank für die Einführung und danke das Öko-Institut für die Einladung. Ich bin gebeten worden, Ihnen ein bisschen was über alternative Flugkraftstoffe zu erzählen. Frau Greichen hat eben schon darauf hingewiesen. Ich komme sozusagen aus der Luftfahrtindustrie. Mein Arbeitgeber ist die Firma Airbus. Sie sehen hier rechts oben sozusagen eines unserer neuesten Produkte. Und Frau Pfeiffer hat da eben auch schon mal darauf hingewiesen, wenn wir nicht in der Lage sind, solche Produkte an unsere Kunden zu liefern oder unseren Kunden anzubieten, die verbrauchsärmer, also sparsamer und damit natürlich auch weniger CO2 ausstoßen, werden wir gar keine Chance haben, auf dem Markt zu bestehen. Insofern ist unser ureigenstes Bestreben immer das, Flugzeuge in den Markt zu bringen, die einen deutlich geringeren Verbrauch haben als Vorgängermodelle. Und nur um mal zwei Zahlen zu nennen, Sie sehen hier oben, wie gesagt, die Airbus A350, die im Vergleich zu heutigen Flugzeugen etwa 20% weniger Kerosin verbrauchen wird. Und Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, dass wir gerade jüngst den Jungfernflug der A320 Neo hatten, die, wenn sie dann nächstes Jahr in Betrieb gehen wird, ebenfalls 20% weniger Kerosin verbrauchen wird. Ähnlich verhält es sich natürlich mit dem Produkt unserer netten Freunde aus Seattle, Boeing 787. Also Sie sehen, hier gibt es natürlich heute zwei Anbieter auf dem Markt, die immer um die Gunst der Kunden streiten. Warum habe ich diese Folie nochmal mitgebracht? Frau Pfeiffer hat eben schon mal relativ ausführlich auf das Wachstum im Luftverkehr hingewiesen. Damit einher geht natürlich auch ein Wachstum, was sozusagen die Flotten, jedenfalls dieser beiden Hersteller angeht. Und Sie sehen, wie viele Flugzeuge in etwa in den nächsten 20 Jahren benötigt werden. Natürlich sind das dann neue Flugzeuge. Das bedeutet aber natürlich noch lange nicht, dass dann alle alten
verschrottet werden können, die natürlich deutlich mehr verbrauchen als neueste Flugzeuggenerationen, weil, wie Sie wissen, ein Flugzeug hat in etwa eine Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren, 20 bis 30 Jahren eher sozusagen dann im Passagierverkehr und je nachdem, was das für ein Flugzeugtyp ist, wird er dann nochmal umgerüstet zum Frachtflugzeug. Also die Lebensdauer ist vergleichsweise lang und deutlich anders als etwa im, im Pkw-Verkehr. Das haben Sie eben auch schon mal gesehen vom Herrn Pfeiffer. Das ist hier nochmal eine etwas andere Darstellung, was eben den CO2-Ausstoß heute im Jahre 2020 und dann sozusagen im Jahre 2050 angeht. Und Frau Pfeiffer hat eben auch schon mal auf die Ziele hingewiesen, die sich die IATA, also der internationale Luftverkehr, gesetzt hat, nämlich eine Reduktion im Jahre 2050 um 50% bezogen auf die Baseline 2005. Bedeutet schlicht, dass wir eine Reduktionslücke von 1,7 Milliarden Tonnen haben. Die nächste Grafik haben Sie ja auch eben schon mal gesehen oder kennen Sie möglicherweise auch aus anderen Publikationen. Wie kann man nun diese Reduktionslücke in etwa befriedigen? Ist eben auch schon mal angesprochen worden. Natürlich, und das habe ich ja gerade auch gesagt, sind wir immer bemüht, neue Flugzeuge mit neuen Technologien in den Markt zu bringen. Das heißt einerseits neue Triebwerke, aber natürlich auch strömungsärmere Flugzeuge, die sich natürlich auch unmittelbar dann auf den Verbrauch auswirken. Es gibt eine Reihe operativer Maßnahmen, die man tun kann. Infrastruktur meint jetzt nicht nur, dass die Fluggesellschaften heutige ältere Flugzeugmuster durch neue austauschen, sondern Infrastrukturmaßnahmen meint er natürlich dann auch am Boden. Sie kennen das Beispiel Taxibot oder das elektrisch angetriebene Bugrad, das wir nach wie vor ganz intensiv mit dem DLR testen, aber das natürlich noch einige Zeit braucht, bis es dann in Betrieb gehen kann, weil Zertifizierung im Luftverkehr ist ein bisschen anders als eben beim bodengebundenen Verkehr. Wenn ein Flieger in der Luft stehen bleibt oder wo auch sonst immer, dann ist das eher schlecht. Wenn ein Auto am Boden stehen bleibt, gut, da kann man aussteigen und ADAC rufen oder wen auch sonst immer. Und wie gesagt, neben diesen, sagen wir mal, eher technischen Maßnahmen bleibt eine relativ große Lücke von ca. 1,3 Milliarden Tonnen. Und da glauben wir und viele andere mit uns, dass diese Lücke nur geschlossen werden kann durch alternative Flugkraftstoffe einerseits. Und Sie sehen, dort steht neuerdings jetzt auch noch technologische Innovationen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir auch im Luftverkehr darüber nachdenken, irgendwann mal elektrisch fliegen zu können. Das kann man heute schon, ja, mit einem Ein-Personen- oder Zwei-Personen-Flugzeug. Das haben wir ja schon mehrfach gezeigt, auch unsere Konkurrenten aus den USA, dass das geht. Aber es muss natürlich dahin kommen, dass man dann auch mal mit einem Flugzeug, das etwa, sagen wir mal, eine Größenordnung von 100 Passagieren, eine Reichweite von etwa 1000 Kilometern hat, dass man damit dann auch rein elektrisch fliegen kann. Und das heißt sozusagen hier die technologische Innovation an der Stelle. Das mit dem elektrischen Flugzeug, da müssen wir uns leider noch, ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, bis 2035 gedulden. Möglicherweise wird uns aber da vielleicht auch die Konkurrenz drängen, hier ein bisschen schneller zu agieren. Sie werden das alles Entschuldigung, kennen, dass es natürlich mittlerweile eine Reihe von Versuchen unterschiedlicher Fluggesellschaften gab, mit alternativen Flugkraftstoff zu fliegen. Ich will jetzt hier gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber Sie erkennen daran relativ leicht, dass natürlich das Gros der Versuche von der Lufthansa geflogen wurde. Und hier sind noch nicht mal, glaube ich, jetzt alle Flüge aufgeführt, die die Lufthansa gemacht hat. Insofern gibt es hier gerade in Deutschland und bei der Lufthansa einen relativ guten Datenbestand, dass das Fliegen mit alternativen Flugkraftstoffen, jedenfalls soweit sie zugelassen sind, völlig unbedenklich ist.
Und unbedenklich meint natürlich hier in erster Linie, was die Verträglichkeit mit den Triebwerken angeht. Es gibt natürlich dann neue Entwicklungen. Und hier habe ich einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, was die USA angeht. Da wird die United Airlines ab Januar nächsten Jahres in relativ großem Umfang alternative Flugkraftstoffe abnehmen und dann werden Southwest, Cathay Pacific, Alaska Airlines folgen. Und um vielleicht auch hier nochmal das deutsche Beispiel zu bemühen, ich gehe mal davon aus, wenn alles gut geht, wird die Lufthansa auch in etwa 3, 4, möglicherweise auch 5 Jahren mit alternativem Flugkraftstoff in größerem Umfang fliegen können. Das, was Sie vorhin gesehen haben an Flugzeugversuchen, bei allem Respekt, das waren eher homöopathische Dosen, ja, und man braucht das natürlich im großen Stil, um tatsächlich dann auch einen Klima- und Umwelteffekt erreichen zu können. Hier aufgeführt, was sind sozusagen die Ziele von EREC, Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany. Vielleicht darf ich dazu 2, 3 Worte sagen, gegründet im Jahre 2011. Wir haben Pi mal Daumen 30 Mitglieder. Da ist Airbus dabei, da ist Boeing dabei, da sind fast alle deutschen Fluggesellschaften dabei, da sind Mineralölgesellschaften dabei, Forschungsinstitute, RWTH Aachen, Karlsruhe, Fraunhofer etc. pp. Und wir alle haben uns zusammengetan, um sozusagen an diesem Ziel zu arbeiten, ausreichend alternativen Flugkraftstoff für die Fluggesellschaften in Deutschland zunächst mal natürlich bereitzustellen. Damit das gelingen kann, brauchen wir A, jedenfalls aus unserer Sicht, und das hat ja durchaus dann, glaube ich, auch eine industrie- und wirtschaftspolitische Komponente, eine große Bioraffinerie in Deutschland. Wir wissen alle, das kann man natürlich auch im Ausland, also das, was sozusagen da am Pflanzenöl beispielsweise ankommt, kann ich natürlich auch in Rotterdam relativ einfach raffinieren lassen. Aber wenn man das dann eben, wie schon gesagt, industriepolitisch betrachtet, denke ich mal, sollte die Politik in Deutschland auch Interesse daran haben, dass das hier bei uns geschieht. Zum Zweiten, damit ausreichend Rohstoff bereitgestellt werden kann, das, was wir in Deutschland benötigen, die 10% Bio-Kerosin, die wir, wie gesagt, bis 2025 anstreben, ist ungefähr 1 Million Tonnen. Heute liegt der Verbrauch, Frau Pfeiffer, korrigieren Sie mich, glaube ich, bei 8 bis 9 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wie gesagt, damit man das erreicht, sind wir jedenfalls davon überzeugt, dass wir diesen Rohstoff im Ausland besorgen müssen, im außereuropäischen Ausland. Und da sind jedenfalls Verzeihung, einige Projekte unterwegs, diesen Rohstoff, wie ich eben angedeutet habe, in etwa 3 bis 4, 5 Jahren in ausreichenden Mengen hier nach Deutschland zu bringen. Alles steht und fällt, Frau Pfeiffer hat eben darauf schon mal hingewiesen, was die Betriebskosten der Fluggesellschaften angeht, mit dem Preis des Kerosins. Ganz links aufgeführt, der Preis des heutigen Jetta 1 in Dollar, sagen wir mal Pi mal Daumen, 1000 Dollar. Jetzt ist es natürlich gerade mal wieder ein bisschen preiswerter geworden, nachdem der Rohölpreis sich jetzt, glaube ich, im Moment bei etwa 80 Dollar pro Barrel bewegt. Wenn man auf Pflanzenöle abzielt, kann man in etwa in diese Preisregion jedenfalls nach heutigem Stand kommen. Und wir haben dann eben auch mal untersucht, Bio-GTL, also Biogas to Liquid. Und Sie sehen, da ist man jedenfalls, was den Preis letztendlich dann angeht, noch ein Stück weit von dem entfernt, was heutiges Jetta 1 kostet. Das heißt also, wir haben an der Stelle auch technologisch und jedenfalls aus der Forschungsperspektive noch einiges zu tun. Rohstoffoptionen hier nochmal exemplarisch aufgeführt, habe ich ja eben schon mal angedeutet, kurzfristig Pflanzenöle und Altfette. Sie haben möglicherweise gelesen, dass etwa die Firma Boeing im Moment ein relativ großes Projekt in China angeht, mehrere zig Millionen Tonnen Altöl zu verwenden, um daraus Kerosin zu produzieren.
Dazu gibt es dann, glaube ich, auch den ein oder anderen Marketingflug im Moment, den etwa die holländische KLM durchführt. Mittelfristig würde ich mal sagen, gibt es hier relativ großes Potenzial bei Holzresten, Lignocellulose, Algenöl, Siedlungsabfällen etc. pp. Natürlich, das wurde ja eben auch schon mal angesprochen, kann ich natürlich auch Industrieabgase nehmen und daraus dann Kerosin produzieren. Und die Langfristperspektive ist, ja, bin ich durchaus mit einverstanden, deswegen habe ich es auch hier aufgeschrieben, ist Power to Liquid, respektive Solarkraftstoffe. Aber ich denke mal, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu diskutieren können. Heute sind drei Technologien zertifiziert und verfügbar, mit deren Hilfe man dann eben Kerosin herstellen kann, dass die Fluggesellschaften entsprechend verwenden können. Und Sie sehen hier, wir sind nicht nur hier in Deutschland, aber weltweit unterwegs, um weitere alternativ produzierte Kraftstoffe zu zertifizieren. Vielleicht ein paar Beispiele, was aktuelle Projekte angeht. Sie haben möglicherweise schon mal von Aufwind gehört. Das ist ein vom Bundeslandwirtschaftsministerium finanziertes Projekt. Da geht es um eine Algendemonstrationsanlage. Wir wollen einfach verschiedene Technologien untersuchen, wie man eben mit Hilfe von Algen dann zum Schluss natürlich zu Kerosin kommen kann. Habe das eben schon mal angesprochen, was sozusagen Rohstoffnachschub aus dem außereuropäischen Ausland angeht, hier großvolumige Vorhaben zu Yatrofa und anderen Rohstoffen. Das machen unsere Mitglieder natürlich dann alleine. Und die Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Biogas aus Niedersachsen, das habe ich eben schon mal erwähnt. Da gibt es halt nach wie vor das Problem des Preises am Ende. Insofern können sich das die Fluggesellschaften, so es denn heute in größerem Umfang verfügbar wäre, noch nicht leisten. Und was die Bioraffinerieentwicklung angeht, sind wir, glaube ich, ich sehe jetzt den Herrn Adolf von Shell im Moment nicht, aber da sind wir jedenfalls beispielsweise mit der Firma Shell im Gespräch, eine bereits stillgelegte Anlage südlich von Hamburg möglicherweise wieder aufzurüsten zu einer Bioraffinerie. Eine andere Möglichkeit, um das, was hier an Pflanzenölen, jetzt mal ganz salopp gesagt, in Deutschland ankommt, kann auch über den Weg des Co-Processing geschehen. Aber das ist dann wiederum sozusagen eine Frage des Business Cases für die Mineralölgesellschaften, die dann immer spitz auf Knopf rechnen müssen, ob sich das dann letztendlich für sie lohnt, weil sie natürlich die eigentliche Produktion dennoch stoppen müssen, um dann eben das Bio-Kerosin zu verarbeiten. Ja, dann bis hierhin erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schauen wir mal, was Sie gleich für Fragen haben. Ja, guten Tag oder guten Morgen kann man auch sagen. Guten Morgen allerseits. Ich möchte, bevor ich sozusagen auf die Details eingehe, Sie sehen hier schon den Titel meines Beitrags oder meines Inputs. Frau Pfeiffer hat es ja angesprochen, es gibt diese Diskrepanz zwischen nationalem Luftverkehr und internationalem Luftverkehr oder die Differenzierung, sagen wir nicht mal Diskrepanz, sondern Differenzierung, die wir eben betrachten müssen. Und wir sind hier tatsächlich, die Tagung oder unsere Jahrestagung steht unter dem Überschrift nationale Strategien, aber natürlich müssen wir auch über die Grenzen hinaus gucken und das, was ich hier mache, fokussiert tatsächlich mehr auf den internationalen Verkehr und ich will auch gar nicht viel zum nationalen Verkehr kommentieren. Ich glaube, wir sind da in Punkten sicherlich in unterschiedlicher Meinung sozusagen, aber es wird sicherlich nicht verkannt, dass da auch Dinge getan werden und eine Aufmerksamkeit auch für Klimaschutz existiert bei allen Beteiligten, auch bei der Industrie. Also insofern dies einfach nur als Bemerkung vorweg. Hier geht es tatsächlich um den internationalen Prozess und vielleicht wird es am besten deutlich, wenn wir zunächst mal einfach kurz rekapitulieren, was gibt es oder wie ist die Situation eigentlich?
Der internationale Luftverkehr wird reguliert, das hatte Frau Pfeiffer schon erwähnt, letztlich von der ICAO, der International Civil Aviation Organization, eine UN-Organisation. Und andererseits gibt es die sogenannte Klimarahmenkonvention UNFCCC, also UNCCC, UNFCCC, Klimarahmenkonvention, die die Treibhausgasemissionen reguliert, weltweit. Das ist der Prozess, der gewissermaßen 1992 in Rio begonnen wurde als eine Konvention und dann eben 1997 durch das Kyoto-Protokoll auch eine Konkretisierung, eine Implementierung erfahren hat. Und dort ist, und das ist sozusagen Ausgangspunkt der weiteren Überlegung hier, ein Beschluss gefasst worden, nämlich den Luftverkehr von konkreten Minderungsanforderungen, absoluten Minderungsanforderungen auszunehmen und außen vor zu lassen. Und dies ist gewissermaßen schon zu dem Zeitpunkt auch nicht willkürlich erfolgt, sondern vor dem Hintergrund, dass man dort Probleme hatte, genau diese Emissionen richtig zu allozieren, also zuzuteilen zu verschiedenen, den verschiedenen Verpflichteten, den Annex-1-Staaten, den Industrieländern sozusagen. Und dies sehen Sie sozusagen hier beim dritten Bullet. Wir haben gewissermaßen einen Konflikt zwischen dem Prinzip der Klimarahmenkonvention, die auf Basis der Nationalstaaten basiert, und gleichzeitig einen Sektor wie den Luftverkehr, der eben letztendlich in Räumen zwischen Nationalstaaten operiert und wo die Emissionen dann irgendeine Verantwortlichkeit bekommen müssen. Das war bis heute nicht möglich, und das meine ich sozusagen, wenn ich sage, hier gibt es auch noch keine Regulierung. Es gibt gleichwohl, da bin ich völlig d'accord, von der IATA und innerhalb der ICAO inzwischen auch das Bestreben, dort von der IATA formuliert ein Ziel und innerhalb der ICAO jetzt eben auch dieses Bestreben, dort ein Emissionshandelssystem, genau genommen heißt es ein Offset-System oder ein marktbasiertes Instrument zu etablieren, was eben dann zu einem sogenannten Carbon Neutral Growth, also kohlenstoffneutralen Wachstum führt ab 2020. Und was wir hier in den letzten Jahren, oder ich würde sagen seit Ende letzten Jahres, im Laufe dieses Jahres entwickelt haben, vor dem Hintergrund, dass es die Bestreben innerhalb der ICAO gibt, ist genau dieses Problem, dass wir die verschiedenen Prinzipien haben, zwischen der ICAO und der Klimarahmenkonvention zu adressieren, und indem wir sagen, okay, wir versuchen eine Differenzierung zwischen den Pflichten von Industrieländern oder und Entwicklungsländern herbeizuführen, indem wir sagen, dies muss gleichwohl, und das kann man vielleicht am besten noch mal auf der übernächsten Folie sehen, es muss gleichwohl einerseits eben folgende Prinzipien adressieren. Einmal, es muss den Carbon Neutral Growth ermöglichen. Es muss aber auch sozusagen global umfassend sein und die Emissionen reduzieren. Die Differenzierung, das also Specific Situation of States, adressieren. Und weiterhin auch zusätzliche Anreize für die Minderung im internationalen Luftverkehr bieten. Herr Knecht und Frau Pfeiffer haben ja schon darauf hingewiesen, dass es Anreize gibt. Ein Drittel der Kosten sind Treibstoffkosten. Gleichwohl, denke ich, sind noch weitere Potenziale möglich. Und das zeigten, Sie haben beide die Grafik, die ich gerade übersprungen habe, auf die ich dann nachher nochmal zurückkomme, dass dort sozusagen technische Potenziale denkbar sind, aber die Frage ist eben, wie werden sie adressiert, wie werden sie mobilisiert, und die fallen ja nicht gewissermaßen vom Himmel, sondern ich muss gewissermaßen zusätzliche Anreize haben, damit die Luftfahrtgesellschaften genau dies adressieren. Und da ist genau dieses System etabliert, oder da setzt dieses System an, hier zusätzliche Anreize zu bieten. Genau. Und ein weiteres Prinzip ganz zum Schluss ist dann eben auch zu sagen, weil dass wir hier letztendlich im Luftverkehr keine Erträge beim marktbasierten Instrument erheben wollen, sondern versuchen wollen, dies ohne finanzielle Transfers zwischen Luftfahrtgesellschaften und Staaten zu machen, weil sich auch dies sozusagen in der Vergangenheit in den letzten 50 Jahren erwiesen hat, dass das kein Lösungsweg ist, sondern eher ein Hemmnis. Vor diesem Hintergrund haben wir dann ein System
entwickelt, was wir nennen Aviation Carbon Offset Scheme. Das greift verschiedene Initiativen, die existieren oder Überlegungen auf. Hier sind so die Kerndesignelemente kurz dargestellt. Kohlenstoffneutrales Wachstum ab 2020 habe ich schon genannt. Keine Erträge habe ich auch genannt. Wir sehen die Luftfahrtbetreiber als die zentralen Akteure, die dann eben auch entsprechenden Verpflichtungen unterliegen. Die Frage, wie diese Verpflichtungen dann aufgeteilt werden zwischen den verschiedenen Luftfahrtbetreibern, da haben wir relativ lange drüber sinniert, da will ich heute nicht drauf eingehen. Wo ich aber etwas detaillierter drauf eingehen will, sind die beiden Fragen, wie kann man denn eine solche Differenzierung machen, die eben tatsächlich die speziellen Situationen von Entwicklungs-, Industrieländern oder unterschiedlichen Ländergruppen tatsächlich reflektiert und was muss man berücksichtigen in Richtung Qualität der Offsets. Offsets vielleicht auch noch ein kleiner Exkurs, heißt letztendlich, dass der Luftverkehr dann Minderungen in anderen Sektoren, die nicht zu seinem Erfassungsbereich, nicht zum erfassten Bereich dieses Rahmens, dieses Programms hier gehören, finanziert und dadurch gewissermaßen diese Emissionen, die dann im Luftverkehr entstehen, durch den Luftverkehr induziert werden, kompensiert. Das ist die Idee von Offset. Welche Qualität haben, komme ich dann später noch mal kurz drauf. So, was wir vorgeschlagen haben, für, um dieses Hemmnis zu überwinden, ist zu sagen, wir können auf der Ebene nicht von Staaten, sondern von Routen differenzieren. Und zwar benennen wir dafür 2 bis 4 verschiedene Ländergruppen und die Strecken, die Relationen zwischen diesen Ländergruppen unterliegen, je nachdem in welcher Ländergruppe eins der beiden Staaten ist, dann einer unterschiedlichen Minderungsverpflichtung bzw. Stabilisierungsverpflichtung. Die zweite Frage, die sich dann stellt, ist, welche Art von Differenzierung oder wie kann man die Differenzierungskriterien wählen. Wir haben dort verschiedene Beispiele durchdekliniert, dass wir sagen, okay, wir nehmen einfach die Gruppen, die schon existieren, die einfach international schon bekannt sind. Eine andere Möglichkeit ist, wir versuchen einfach sozioökonomische Indikatoren wie zum Beispiel Pro-Kopf-Einkommen als Differenzierungskriterium zu nehmen oder eben als drittes auch Indikatoren aus dem Luftverkehr selber. Wir haben hier in dem Beispiel einfach mal RTK, Revenue Ton Kilometers pro Einwohner, als Indikator genommen, weil wir da eben entsprechende Daten haben. Und da sind sicherlich andere Daten denkbar. Und last but not least kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob nicht die Staaten sich möglicherweise einfach selber einteilen im Rahmen des ICAO-Prozesses und sagen, ich gehöre in Gruppe 2 oder ich gehöre in Gruppe 3. Und letztendlich bleibt es ja immer eine Art politischer Verhandlungsprozess und da können solche objektiven Kriterien letztendlich immer nur eine grobe Orientierung geben, aber letztendlich muss jedes Land dann sagen, bin ich mit einverstanden. Und bei der EU können wir letztendlich nur mit Konsens letztendlich, nicht bei der EU, bei der UN, können wir letztendlich nur im Konsens entscheiden. In der EU haben wir andere Möglichkeiten. So sähe das ungefähr aus. Wir haben hier mal die Option 2 bis 4 verschiedene Ländergruppen dargestellt. Und wie Sie sehen können, würden hier quasi, haben wir es jetzt so überlegt, dass hier in der Ländergruppe 1, die man die höchsten Anforderungen hat an die Offsets, also wie viele Offsets gekauft werden müssen oder finanziert werden müssen, dass hier nur die Flüge innerhalb dieser Ländergruppe sozusagen genau diesen Anforderungen unterliegen. Wohingegen in Gruppe 2, also alle Flüge von Gruppe 1 in Gruppe 2 den etwas niedrigeren unterliegen, sodass wir dann eben 3 Routengruppen haben. Und wie das dann aussieht, achso, das kann man nicht mehr sehen, wenn ich hier rangehe. Gut. Wie das dann aussieht, kann man hier nochmal sehen. Wir würden für Routengruppe oder vielleicht besser in diesem Beispiel gezeigt, die mittlere Routengruppe würde quasi wirklich auf diesem 2020 Stabilisierungsziel verharren und müsste eben entsprechend Offsets dafür kaufen, damit genau dieses Ziel erreicht wird. Die unterste Gruppe hätte zunächst ein Wachstum der Emissionen noch von 3% pro Jahr und dann später von 1,5%. Das sind jetzt willkürliche Zahlen, um einfach mal zu illustrieren, wie es aussehen kann. Und damit insgesamt im gesamten Luftverkehr
dieses 2020-Stabilisierungsziel erreicht wird, muss natürlich die Routengruppe 1 oder eine der Gruppe, in dem Fall haben wir sie eben Routengruppe 1 genannt, so viel Offsets kaufen, dass mit der gesamte Sektor eben auf die 2020 Emissionen tatsächlich stabilisiert bleibt. So sieht es ungefähr aus, wenn wir mal diese Kriterien anwenden. Einfach nur kurz zum Durchklicken, hier haben wir quasi die bestehenden Gruppen. Wenn wir die sozioökonomischen Kriterien, dann kommen wir zu einer etwas anderen Orientierung und wenn wir auf den Luftverkehr gehen, wieder zu einer anderen. Aber es gibt aber auch umgekehrt relativ stabile Situationen, also dass Nordamerika und Europa immer in der ersten Gruppe sind, egal welche Kriterien wir anwenden, wo wir gesehen haben, wo sich die Farbe ändert, ist dann eben Russland, Indien, China. Also nicht unerheblich, aber das sind Sachen, die letztendlich dann eben im internationalen Prozess diskutiert werden müssen. Was wir hiermit erstmal zeigen wollen, ist, solche Sachen sind möglich und sie können eben genau dann dieses Problem, was wir bisher hatten, reflektieren. Vorletzte Punkt, beziehungsweise zweiter Punkt von unseren verschiedenen Designkriterien, die ich etwas erläutern wollte, ist die Frage, wie gehen wir mit den sogenannten Offsets um? Und da gibt es ja schon gewissermaßen relativ lange Erfahrung innerhalb der Klimarahmenkonvention. Dort gibt es seit 2008 eben tatsächlich solche internationalen Transfermöglichkeiten von Treibhausgasminderungen oder Emissionsrechten. Und wir wissen aber auch gleichzeitig, dass genau diese ganze Debatte, was denn ab 2020 an Offset-Möglichkeiten existieren wird, im Moment extrem im Fluss ist und wahrscheinlich auch erst nach 2015, also nach den Verhandlungen in Paris, nach den Klimaverhandlungen in Paris, etwas klarer wird, welche Offsets dann zur Verfügung stehen würden. Insofern kann man im Moment vornehmlich einfach tatsächlich die Kriterien sich vergegenwärtigen und sagen, okay, wenn wir wirklich ein System schaffen wollen, wo es eben darauf hinausläuft, dass die Emissionen stabilisiert werden auf dem Niveau von 2020, dann müssen die Offsets einerseits real, also wirklich zu Minderung führen. Sie müssen zusätzlich sein, also nicht ohnehin passieren. Und sie müssen langfristig sein, also nicht irgendwann umgekehrt werden, dass aus Minderung vielleicht dann wieder Emissionen werden. Das gibt es zum Beispiel im Waldbereich, wo genau das passieren kann. Und sie müssen eben auch durch Dritte verifiziert werden. Das sind alles keine Erfindungen, die sind letztendlich Übernahmen aus der Klimarahmenkonvention. Und ich will die Details, auch der zweite Anstrich, also Doppelzählung vermeiden, dass sozusagen Emissionen nicht an anderer Stelle dann entstehen. Also man muss wirklich immer natürlich vollständig sich die Dinge anschauen. Also diese Dinge müssen wir nicht im Moment im Detail behandeln, sondern wir müssen die im Hinterkopf haben. Ich denke, was wichtig ist, dass wir wahrscheinlich bei einer ICAO-Lösung letztendlich irgendwann genau nur die Emissionen, das Rechte oder die Units nutzen können, die tatsächlich auch unter der Klimarahmenkonvention verfügbar sind. Also insofern, es kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, hier gibt es bestimmte Begrenzungen. Wir sollten zum Beispiel keine Emissionsrechte, die vor dem Krafttreten des ACOS, des Offset-Schemes generiert worden sind, nutzen, weil wir natürlich jetzt hier den Referenz zu dieser 2020-Baseline haben wollen und genau in dieser Zeitschiene tatsächlich auch den Offset darstellen wollen. Und die Zeit davor möglicherweise auch unter einer globalen Perspektive einfach viel zu vage war, als dass man sagen kann, okay, hier gab es eine relativ vage Regulierung, als dass man sagen könnte, okay, steckt da wirklich entsprechende Minderung dahinter. Also insofern hier nur der Hinweis, wahrscheinlich nur die tatsächlich unter der Klimarahmenkonvention eligible sind, möglicherweise aber weitere Einschränkungen für den Luftverkehr. Zusammengefasst, die Emissionen im Luftverkehr, im internationalen Luftverkehr, müsste man jetzt hier im Kontext schreiben, müssen adressiert werden, nicht weil ich jetzt nichts, sondern nur weil ich jetzt zum Nationalen nichts gesagt habe. Deshalb. Beim Nationalen natürlich genauso. Die
Treibhausgasemissionen können durch technische, operative und Maßnahmen eben und auch sicherlich durch eine Veränderung des Verkehrsverhaltens adressiert werden. Wichtig ist, dass diese marktbasierte Maßnahme hierfür eine Option darstellt, die letztendlich den Individuen, den Fluggästen oder denen, die einfach woanders hinwollen, Möglichkeiten gibt, eben abzuwägen zwischen verschiedenen Präferenzen, die sie haben. Wir denken, das hatte ich versucht ganz zu Anfang zu erläutern, dass es eben dieses eine Sackgasse gegeben hat innerhalb der Klimarahmenkonvention und der ICAO und dass durch dieses System, was wir ACOS nennen, Aviation Carbon Offset Scheme, wo wir einerseits die Luftfahrtbetreiber als die wesentlichen Akteure sehen, wo wir denken, dass eben die speziellen Umstände der Staaten tatsächlich adressiert werden können und wo eben auch eine hohe Umweltqualität und Integrität der Offsets gewährleistet ist und keine Revenues generiert werden, dass ein solches System das Potenzial hat, genau diese Deadlock zu lösen, also und hier vielleicht ab 2020 tatsächlich ein System zu etablieren, wo wir eine Lücke schließen gewissermaßen, eine Regulierungslücke, die faktisch einfach in meinen Augen besteht und in einer Weise, wie tatsächlich auch alle Akteure, die hier involviert sind, damit leben können. Soweit von meiner Seite. Danke. Mit den spannenden Vorträgen sind wir jetzt doch ein bisschen länger gewesen, als ich gehofft hatte. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in die Runde rein. Gibt es irgendwelche Kommentare, Fragen? Hier kommt eins der Mikros. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Frank Hein vom Bundesumweltministerium. Ich melde mich jetzt deswegen, weil ich auch so ein hübsches Bildchen dann da auf diesem Poster haben möchte. Also ich bin ganz beeindruckt, wie toll das hier gemacht wird. Frau Pfeiffer, das war durchaus eine flammende Verteidigungsrede, bei Punkten allerdings auch, wo ich denke, dass wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden müssen. Wir sind ja schon lange im Gespräch über die verschiedenen Punkte und dazu gehört letztlich auch die Entwicklung des internationalen Flugverkehrs und die Anteile bei den CO2-Emissionen. Wir haben in der Tendenz auf alle Fälle ein Wachstum beim Flugverkehr und auch Ihre Folie, wo Sie die Offsets drin haben, zeigt ja eindeutig, dass wir im Flugverkehr ein sehr steiles Wachstum haben. Wir haben aber bislang noch keinen Regelungsansatz, insofern brauchen wir einen Regelungsansatz. Sie haben gesagt, Sie brauchen eigentlich für die Luftverkehrsbetreiber keinen Regelungsansatz. Wir brauchen einen Regelungsansatz, weil einfach Sie können ja dann antworten, weil einfach die Anforderungen zu groß sind. Sie haben sich ja auch die Mühe gemacht, die IEA-Daten auszuwerten. Das finde ich ganz gut. Damit beschäftigen wir uns auch gerne. Allerdings haben Sie natürlich, und Sie haben es angesprochen beim Thema Forschung, aber nicht bei dem Thema CO2-Emissionen bzw. Klimawirksamkeit, die sonstigen Klimaeffekte vergessen. Wir wissen, und ich denke, das ist auch Konsens innerhalb der wissenschaftlichen Community, dass die Anteile durch die Contrast Zeros, die Sie angesprochen haben, bei der Strahlungsbilanz genauso groß ist wie CO2. Insofern müsste man zumindest bei der Strahlungsbilanz den Anteil schon mal verdoppeln. Wir können das natürlich nicht außen vor lassen, denn dafür gibt es eben auch keinen Regelungsansatz. Dann zu dem Regelungsansatz und auch zu der Frage national-international. Sie haben sich ja darauf bezogen, dass die nationalen Flüge, das heißt die Inlandsflüge, entsprechend die machen aber einen sehr kleinen Anteil aus, reduziert wurden. Allerdings muss ich natürlich jetzt aus der Perspektive der nationalen Behörde auch sagen, dass wir uns natürlich nicht nur mit diesen Flügen beschäftigen dürfen, sondern wir müssen uns natürlich zumindest auch mal mit den Flügen beschäftigen, die in Deutschland starten und landen. Und da sind wir sehr schnell auch im internationalen Bereich und insofern ist das ein Regelungsansatz. Es ist richtig, aber darauf kann man sich ja nicht dann nur fokussieren, dass wir für das Inventar nur die nationalen Emissionen einbeziehen. Aber wir müssen natürlich als Bundesregierung auch uns damit beschäftigen, mit den Flügen von und zu den ganzen deutschen Flughäfen. Und da sind wir sehr schnell bei ganz anderen Emissionen. Da sind wir eben bei den Emissionen, die Sie dann auch in diesem Offset-Bildchen gezeigt haben. Die steigen sehr schnell an. Dann zu der Regelung. Es ist richtig, dass der Flugverkehr ins EU-Emissionshandelssystem einbezogen ist mit den Intra-EU-Flügen im Augenblick bis 2016.
Allerdings, und das hat Herr Kahmes ja auch gesagt, haben wir keine Regelung für die internationalen Emissionen. Und das ist halt der große Batzen. Und da haben wir auch in den anderen Regionen weltweit eben eigentlich eine weite Leere. Insofern ist der EU-Ansatz der einzige und der wird ja von Ihnen auch immer kritisiert. Aber wir brauchen eben angesichts der Emissionen entsprechend dann eine Steigerung. Dann auch Unterschiede gibt es ja offenbar, das fand ich ganz interessant, jetzt diese beiden Folien von Herrn Knecht und von Frau Pfeiffer. Das Emissionswachstum ist dasselbe, nur bei diesem großen grünen Bereich, wie löse ich das Problem? Da gibt es Unterschiede. Sie sagen, das sind die Biokraftstoffe oder alternativen Kraftstoffe und Sie sagen, das sind die Offsets. Wir haben nach Prüfung der ganzen Unterlagen massive Zweifel, dass wir zumindest das CO2-neutrale Wachstum ab 2020 mit den Biokraftstoffen realisieren können. Wir haben ein ganz begrenztes Potenzial an nachhaltiger Biomasse und das würde aber sicherlich nicht dazu ausreichen und schon gar nicht bis 2020, um ein CO2-neutrales Wachstum hinzubekommen. Schauen wir international, dann muss man natürlich sich über weitere Maßnahmen Gedanken machen und da kommt eben die Sache mit den Offsets hinzu. Ich finde das deswegen, und da war diese kleine Delle auch mit den marktwirtschaftlichen Instrumenten, ist immer ein bisschen kritikwürdig zu sagen, marktwirtschaftliche Instrumente spielen nur in einem begrenzten Zeitraum zwischendrin eine Rolle. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir lange, lange Zeit brauchen, in der der Luftverkehr, wenn er diese Ziele erfüllen will, die zu begrüßen sind, um dann auch von anderen Sektoren entsprechende Minderungen zu bekommen. Nur dann können Sie die Ziele CO2-neutrales Wachstum ab 2020 hinbekommen. Und das Ziel 2050, Halbierung der CO2-Emissionen, finde ich absolut super. Aber da ist ja auch innerhalb der verschiedenen Verbände der Luftverkehrswirtschaft klar, dass es ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel ist, finde ich prima. Aber das kann man durchaus unterstützen. Ich will auch nicht in Abrede stellen, es gab schon erhebliche Effizienzverbesserungen, aber es reicht eben nicht aus und wir müssen uns eben um den Zeitraum bis 2050 beschäftigen. Und das ist jetzt vielleicht der letzte Punkt dazu. Die Sache bis 2050, elektrisches Fliegen bis 2050 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen großen Anteil ausmachen. Das heißt, wir müssen uns dann, also zumindest gibt es da im Augenblick keine Hinweise für, es gibt einzelne kleine Fluggeräte, aber es wird keinen Massenpassagiertransport im Sinne eines Größe von A320 geben, der dann 2035 schon elektrisch abhebt. Das ist nach dem, was uns jetzt vorliegt, sehr zweifelhaft. Deswegen müssen wir uns über andere Sachen Gedanken machen auch noch. Biokraftstoffe sehen wir da eher kritisch, weil selbst wenn Deutschland es hinbekommt, nachhaltige Biokraftstoffe zu produzieren, dann haben wir immer noch viele, viele andere Märkte weltweit, die unter Umständen diese Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen und die Monokulturen in Indonesien zeigen uns das. Und deswegen ist es absolut legitim, sich auch mit Fragen wie Power to Liquid zu beschäftigen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo wir auch intensiv prüfen. Und das ist durchaus eine Option. Und deswegen so als Maßnahmenmix um Offsets oder entsprechende vergleichbare Maßnahmen international kommen wir nicht herum. Und wir brauchen andere Lösungsansätze als die, die derzeit schon realisiert sind. So viel jetzt erstmal als Initialstatement. Dann wir gleich. Ja, vielen Dank für das Co-Referat. Herr Hein, also erstens, ich habe gesagt, dass wir, um unsere Energieeffizienz zu steigern, keine weiteren Anreize brauchen. Und das ist auch das, wo wir beiden uns nicht einer Meinung sind. Das habe ich gesagt. Ich habe aber wohl gesagt, dass wir die MBMs brauchen, also die marktbasierten Instrumente. Das habe ich gesagt. Wir brauchen sie. Ja, natürlich. Und sie sind Teil unserer Strategie. Also das jetzt in Abrede zu stellen, finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Und genauso die Klimaeffekte, auch dazu habe ich Stellung bezogen und habe gesagt, ja, es gibt die. Über die Höhe, was man da draufschlagen müsste, Faktor 2, würde ich auch sagen, mindestens. Und ich habe auch gesagt, auch daran arbeiten wir. Natürlich haben wir dort noch keine Regularien, aber auch, wir haben keine Regularien, weil wir die Lösung noch nicht haben. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ich bin ja froh, wenn wir erstmal für CO2 ein Regularium weltweit bekommen. Auch das stellt sich ja, wie wir auch gehört haben, sehr, sehr schwierig dar. Dann das Thema, was können Sie eigentlich beeinflussen? Natürlich kümmern wir uns auch um die internationalen Emissionen, selbstverständlich, aber das ist Aufgabe und das hat nun mal die UN oder in ihren Kyoto-Verhandlungen beschlossen, das ist Aufgabe, das wurde delegiert quasi an die ICAO. Die sollen sich um den internationalen Luftverkehr kümmern, also um die Emissionen. Und das heißt, es bleibt dann leider, ob Ihnen das gefällt oder nicht, für Deutschland und für Europa halt eben nur die nationalen Emissionen. Und das ist das. Ja. Sind Teil der ICAO.
Richtig, und genau, ja, und das, genau, und da müssen Sie, das ist das, was Ihr Job ist, sich massiv dafür einzusetzen, dass wir auf ICAO-Ebene endlich eine Lösung bekommen. Das ist Ihr Job und das erwarten wir auch von Ihnen. Ne? Und wir unterstützen Sie auch dabei, ja. Deshalb, ich finde, dass die Vorschläge, die Herr Dr. Kamis gerade gemacht hat, die finde ich eigentlich, bis auf so manche Nebenaspekte, wirklich unterstützenswert. Ne? Also das ist das Einzige, was wir daran kritisieren, ist, dass wir glauben, dass wir nicht noch weitere Anreize brauchen für das Thema Steigerung der Energieeffizienz. So, dann, was habe ich denn noch alles notiert? Ach so, national. Sie sagen, es ist alles nicht geregelt, aber wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran, dass es eine Regelung gibt. Und das, finde ich, ist positiver, als immer zu sagen, es gibt nichts und so, aber wir arbeiten daran. Wir haben eine Idee davon, ne? Heute nochmal sehr schön auch konkretisiert, beziehungsweise es gibt ja auch schon Vorschläge, wie das im Detail aussehen kann. Also wir haben eine Idee davon, wir haben auf jeden Fall schon mal unsere Ziele und eine Strategie erarbeitet. Das ist ja auch schon wesentlich mehr als vielleicht andere Verkehrsträger. Dann EU-ETS. Wir finden Emissionshandel toll. Wir finden ihn super, aber er müsste rein theoretisch international geregelt werden. Und leider ist es so. Die ICAO war sich sicher, also sie haben ja verschiedene Dinge bewertet, was könnte man nehmen im Luftverkehr. Und ich meine, Sie wissen das viel, viel besser als ich, weil Sie nämlich dabei waren, dass der Emissionshandel wäre das super Instrument gewesen. Weil was tut denn ein Emissionshandel? Er ermöglicht oder würde uns das Wachstum ermöglichen und würde dort das CO2 vermeiden, wo es halt eben günstiger zu vermeiden gilt. Ja, aber das CO2, das Klimaschutzziel, wird mit einem Emissionshandel erreicht. Deshalb finden wir es toll. Und zwar marktbasiert. Das heißt, und eben, wenn es weltweit wäre, wettbewerbsneutral. Und das ist unser großes Thema, die Wettbewerbsneutralität. Und die können Sie halt eben nur generieren im Luftverkehr, wenn Sie internationale Maßnahmen machen. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel national, Kerosinsteuer kommt bestimmt gleich noch die Frage, ne? Wenn Sie national Kerosinsteuer oder Luftverkehrssteuer haben wir ja oder auch die Mehrwertsteuer, das sind ja anscheinend Mittel, um Klimaschutz zu betreiben. Kann ich Ihnen gleich noch sagen, dass es de facto eben nicht so ist. Aber wozu führt denn das? Wenn Sie in Deutschland, wir haben eine Luftverkehrssteuer, daran können wir die Effekte ablesen. Angedacht ist ja immer eine Kerosinsteuer, die wir nicht bezahlen. Es hat andere Gründe, weil wir eine Nutzerfinanzierung haben. Und alles, wenn Sie den deutschen Luftverkehr teuer machen, das ist halt so die Denke, Sie machen ihn teurer, also wird weniger geflogen. So, das mag sein für deutsche Fluggesellschaften. Weil, was passiert nämlich? Wenn Sie eine marktbasierte, also eben nicht eine marktbasierte, sondern eine Steuer erheben auf den Luftverkehr, Sie machen also Kerosin teurer. Und zwar, Deutschland kann nur Deutschen, also in Deutschland Einfluss nehmen, weil sonst bräuchten Sie halt die ganze Welt oder eben Europa dazu. So, Sie machen das teurer, was passiert? Diejenigen, die in Deutschland ja, er hat ja auch 20 Fragen gestellt. Also, die überwiegend ihren Verkehr abwickeln in dem Land, also in Deutschland, die sind immer über Maße damit belastet und sie müssen das ja irgendwo weitergeben an den Markt. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel ist, wenn Sie von Frankfurt nach Peking zum Beispiel fliegen wollen und Sie geben das mal bei irgendwie Flug 24 ein oder so, dann kriegen Sie 14 verschiedene Angebote von Fluggesellschaften, die da fliegen. Und dann ist das billigste Angebot von den Emirates. Sie fliegen irgendwie für 500 Euro darüber. Und das teuerste ist, glaube ich, Lufthansa. Kostet ungefähr dreimal so viel. So, was macht denn der preisbewusste Vielflieger oder der Flieger, der Konsument, der sagt, ey, da bezahlt doch nicht dreimal so viel, auch wenn es Lufthansa ist, vielleicht ein bisschen, ist halt ein Deutscher und wollen wir ja auch deutsche Unternehmen fördern und unterstützen. Dann nehme ich natürlich das Billigste, Emirates. Und was passiert dann? Emirates fliegt von Frankfurt über Dubai nach Peking. Und wer so geografische Kenntnisse hat, Lufthansa fliegt von Frankfurt Direktflug nach Peking. So, da kann ich Ihnen jetzt sagen, von den Strecken her ist es 37% mehr. Das heißt, 37% mehr CO2 wurde ausgestoßen. Und dann nennt man das, und dann klebt man da das Label drauf, Klimaschutz. Und das können Sie für alles durchbuchstabieren, für Luftverkehrssteuer, für alles, was Sie an Steuern und sonst was zusätzlich zu einem Emissionshandel obendrauf packen. Und deshalb finden wir den Emissionshandel, Sie sagen, ja, Sie sind ja immer dagegen. Nein, wir waren von Anfang an eigentlich dafür. Aber wir sind nur dagegen, weil es halt eben in einen kleineren Markt
Markt eingreift als in den internationalen. Und immer wenn das passiert, gibt es Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten derer, die halt ihr Hauptgeschäft in diesem Markt haben. So, und die anderen dürfen jetzt auch mal. Ich würde auf ein anderes Punkt. Ich ziehe erstmal zurück. Funktioniert das? Ja, okay. Also ergänzen nur vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ja, Sie haben recht, Herr Hein, in der Tat, sowohl 2020 als auch 2050 sind sehr ambitioniert. Und wir hätten besser wahrscheinlich schon vorgestern angefangen, uns intensiver um alternative Kraftstoffe zu kümmern. Meinetwegen auch um MBMs. Und da das ambitioniert ist, ja, glaube ich auch, dass MBMs geeignet sind, die Lücke zu schließen, so sie denn international geregelt werden. Für uns ist es allerdings wichtig, dass diese Zertifikate aus anderen Sektoren auch dazu genutzt werden können, das, was wir nämlich benötigen, in den Blick zu nehmen, nämlich Bioraffinerien und ausreichend Rohstoff bereitzustellen. Ich weiß auch, dass natürlich Ihr Haus Anbaubiomasse nicht mag. Sorry, wenn ich das mal so ganz salopp sage. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, bin aber davon überzeugt, ich meine, die Alternative wäre, dass man sozusagen jetzt alles einstellt und darum bis zum St. Nimmerleinstag wartet, bis es denn mal dann eine PTL-Anlage gibt, die in ausreichendem Maße Kerosin bereitstellen kann. Natürlich ist die Technologie heute verfügbar, aber sie ist eben nicht verfügbar, um a, ausreichend Mengen zu produzieren und zweitens die Mengen so zu produzieren, dass die Fluggesellschaften sich dann noch leisten können. Also ich finde ja gut, dass man sozusagen Klimapolitik und Umweltpolitik über alles stellt, meine aber, dass man dann auch das Ganze unter einen wirtschaftspolitischen Vorbehalt stellen muss, weil ansonsten funktioniert das halt schlichtweg nicht. Und zu ETS, ja, ich glaube auch, dass die EU hier eine führende Rolle einnehmen muss und hier vorangehen muss, aber das ganze System muss eben ein globales System sein, weil ansonsten enden wir dort, wo wir eben vor ein, zwei Jahren waren oder im letzten Jahr waren. Und auch wenn das vielleicht nur schwer verständlich ist, aber gerade was meine Firma angeht, es ist halt ungünstig für uns, wenn wir von Chinesen, Russen, Indern, Brasilianern oder was auch immer halt erpresst werden, sorgt dafür, dass die in Brüssel mit diesem Käse aufhören, sonst kaufen wir bei euch keine Flugzeuge mehr. Ja, Michael Müller-Görnert vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Also wir haben ja das übergeordnete Ziel, wir wollen unsere Klimagasemissionen bis 2050 drastisch verringern. Und wie wir ja wissen, muss der Verkehr einen erheblichen Beitrag dazu leisten, weil ohne Verkehr ist das alles Makulatur. Und natürlich müssen alle Verkehrsträger dazu beitragen und es ist zugegeben im Flugverkehr ungemein schwieriger. Da gibt es nicht die Option Elektromobilität, es gibt nicht vielleicht auch die Option, die es in anderen Bereichen gibt, dass man etwas verlagern kann auf Lastenfahrräder, beispielsweise im Güterverkehr. Aber sicherlich gibt es Ansätze. Und wir haben ja auch heute Morgen gehört, es gibt eine absolute Notwendigkeit für drastische Verhaltensänderungen, Strukturänderungen, aber auch Änderungen der Rahmenbedingungen. Und da muss man im Flugverkehr auch mal schauen. Weil noch ist es ja auch so, dass ja da die Preise auch noch nicht der Realität entsprechen, beziehungsweise dem, was es an Umweltschäden verursacht. Also wenn man beispielsweise wirklich für so niedrige Preise fliegen kann, dass es natürlich einen Anreiz gibt, für Leute zu fliegen. Und ich meine, die Diskussion ist ja auch über die Luftverkehrssteuerabschaffung, ja, nein. Und das gibt Grabenkämpfe. Ich denke, das sollte man irgendwann auch mal überwinden, dass man irgendwann Schluss damit ist. Momentan ist das die einzige Möglichkeit, die hier auf nationaler Ebene überhaupt auch greifen kann. Insofern muss man da auch schauen, wie kommt man da zum Interessenausgleich? Da haben Sie auch völlig recht, man muss auch die wirtschaftlichen Seiten betrachten. Aber das muss man gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich sehen. Es gibt ja auch Alternativen, beispielsweise, dass man auch wenn das jetzt der Flugverkehr innerhalb Deutschland nur wenig anteilsmäßig ausmacht, aber da gibt es auch noch so viele Potenziale, was man verbessern kann, ist es notwendig, dass die Lufthansa von Nürnberg nach München viermal am Tag fliegt, wo halbstündlich ein ICE in einer Stunde die beiden Städte miteinander verbindet. Es gibt da noch mehrere Beispiele. Das müssen Sie die CSU-Politiker fragen.
Gut, aber ich sage ja, es ist nicht nur die Politik muss da ja agieren. Und wenn man auch dann jetzt heute war in der Zeitung wieder Berlin, Tegel hat wieder Rekordzuwächse, Flugbewegungen haben zugenommen, Passagierezahlen haben zugenommen. Das sind über 500 Flugbewegungen allein im letzten Monat gewesen. Das ist dann auch irgendwann mal ein Maß der Belastungsgrenze, wie die Bevölkerung mit dem Lärm auch umgehen muss. Also man muss irgendwie zu einer vernünftigen Lösung kommen, die alles ineinander wägt. Und man muss Ziele haben. Ich meine, Stichwort Selbstverpflichtung, man hat es bei der Autoindustrie gesehen, wie sie gewirkt hat, eben nicht. Das hat nur ein Handeln der Politik um 10 Jahre oder noch länger aufgeschoben. Deswegen müssen wir da ganz schnell auch zu Lösungen finden, aber klar, auch im Dialog, das ist uns auch als VCD sehr wichtig. Darf ich da nochmal drauf? Ich würde gerne nochmal was sagen zu dem Argument, was Sie gebracht haben, dass wir so billig sind. Ne? Sie selber als VCD haben das doch mal getestet und ich war sehr gespannt, was da rauskommt. Sie machen ja immer Ihren Bahntest und Sie haben jetzt schon zweimal nachprüfen lassen, wie denn das eigentlich aussieht mit den Kosten und zwar immer im Vergleich zu Bahntickets. Ne? Fliegt man oder fährt man mit der Bahn? Und es kam raus, dass Fliegen immer teurer, also fast immer teurer. Es waren irgendwie ein paar Prozent, wo Fliegen mal billiger war. Das heißt, dieses Märchen vom billigen Fliegen, versuchen Sie doch selber mal ein Ticket zu kaufen, diese 19-Euro-Tickets oder sowas, die gibt es doch eigentlich gar nicht. Und auch bei den sogenannten Billigfliegern kommt ja doch auch immer noch einiges obendrauf. Und das sind genauso Schnäppchen, wie die Deutsche Bahn halt eben auch hat. Versuchen Sie da mal Sonderpreise oder sonst was zu bekommen. Das ist ein Marketinginstrument natürlich auch, was uns auf die Füße fällt, ich gebe es ehrlich zu. Aber Sie haben selber de facto nachgewiesen, sowohl im internationalen als auch im nationalen Verkehr ist der Flug immer teurer. Und das stelle ich selber auch fest. Also ich fahre sowohl Bahn als auch, dass ich fliege. Und muss immer feststellen, dass eigentlich eine Bahncard 50, dass es eigentlich immer günstiger ist, mit der Bahn zu fahren. Aber es dauert halt eben länger. Und naja, aber ja, eine Sache wollte ich noch sagen, warum fliegen wir so kurze Strecken? Rein theoretisch macht es auch wirklich keinen Sinn. Das fragt man sich ja natürlich. Nürnberg und München, warum fliegt man da überhaupt noch? Ja, deshalb, Sie haben ja den richtig berechtigten Einwand gebracht, weil der Flughafen München halt echt blöd angebunden ist. Und wenn Sie von Nürnberg aus losfliegen wollen, da sitzt zum Beispiel, ich habe früher bei Siemens gearbeitet, da sitzen sehr viele Siemensianer, viele Businessflieger und die Leute wollen ja nicht nach München. Ich meine, da fliegt ja keiner, weil er nach München will, sondern weil er über den Hub München in die Welt fliegen möchte. Das sind überwiegend halt dann eben doch irgendwie Business-Anschlussflüge und das muss man einfach sagen. Und deshalb, klar, aus ökologischen Gründen kann ich Ihnen recht geben, könnte man sie streichen. Was wäre de facto also dann der Umkehrschluss? Das heißt, die Leute wollen aber, das ist eben so, der Verbraucher möchte aber von Nürnberg fliegen oder er möchte von Berlin einsteigen, wenn er in die Welt fliegen möchte. Und das heißt, wenn er das Angebot nicht mehr hat, über München zu fliegen oder über Frankfurt, dann fliegt er halt über Paris, über London, über Kopenhagen oder sonst irgendwo her. Und das heißt, klimatechnisch haben wir dann nichts gewonnen. Ne? Dann ist es nur ein scheinbar Argument, okay, dann gibt es diesen Zubringerflug nicht mehr, wenn wir ihn streichen würden, aber die Leute würden mit anderen Fluggesellschaften und dann eben nicht mit Deutschen fliegen, weil wir haben nun mal unsere Hubs hier. Und das bitte ich immer zu berücksichtigen, wirklich das gesamte Bild zu betrachten. Klimatechnisch haben wir damit nichts gewonnen. Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin fliegen auch keine. Weil da die ICE-Strecken besser ausgebaut sind. Ja, ja. Und das sind, ja genau, das sind, ja, meine. Ja, nicht direkt auf die Fragen, aber auf die Debatte, die wir hier hatten und auch ein paar Fragen an, ich glaube zwei Fragen an Herrn Knecht hätte ich so. Die erste ist nochmal die Debatte, wie weit die Anreize für die Effizienz hinreichend sind, beziehungsweise eigentlich für die Maßnahmen zur Reduzierung. Und ich bin die Grafik übersprungen, weil sie zum dritten Mal sozusagen aufgelegt hatte. Sie war ja quasi in allen drei Präsentationen mit jeweils etwas unterschiedlicher Notation oder in Zahlen. Aber vom Prinzip her hatten wir eine Business as usual, also eine Baseline gewissermaßen zu sagen. So würden sich die Emissionen entwickeln, wenn sie wenn keine weiteren Maßnahmen unternommen werden. Genau, und dann gibt es eine Fläche von Maßnahmen, die im Bereich technisch-operativ liegen, war auch letztendlich bei allen so und unterschiedlicher Größe. Und last but not least eine Fläche, hier im Prinzip die weiße Fläche, wo gesagt wird, da muss die Kompensation aus anderen Sektoren kommen. Wir brauchen uns im Moment, glaube ich, noch nicht über die Größe streiten, da muss man sich irgendwann auch drüber streiten.
Aber wo es mir hier darum geht, ist die Frage, beziehungsweise um zwei Verständnisse. Das erste ist, die Business-as-usual-Linie, also die Baseline, die schwarze, ist nach meinem Verständnis, so wie eben auch hier der Kollege David Lee aus Manchester dies geplottet hat, also in seinen Modellen dargestellt hat, inkludiert schon dieses 1,5% jährliche Effizienzsteigerung. Also das, was gewissermaßen autonom in der Vergangenheit gemacht worden ist, ist hier schon gewissermaßen adressiert. Und das wird gemacht, weil sich das ökonomisch rechnet, weil der Treibstoff 30% an den operativen Kosten hat, sozusagen. Also so, wenn wir darüber hinausgehen wollen, dann brauchen wir zusätzlich Anreize. Die technischen Maßnahmen, die werden ja nicht einfach so gemacht, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern wir müssen sozusagen einen zusätzlichen Anreiz haben. Und Herr Knecht hatte dann in einer anderen Grafik dargestellt, wie die Preise von Biokraftstoffen lägen. Und das zeigt deutlich, sie würden unter den gegenwärtigen Bedingungen und wahrscheinlich auch unter zukünftigen Bedingungen nicht sozusagen umgesetzt, es sei denn, es gibt dafür einen zusätzlichen Anreiz. Und ich glaube, da ist so dieses Verständnis. Ich sehe dieses Carbon Offset Scheme nicht als ein Füllen der Fläche, sondern letztendlich als ein Anreizsystem, was alle Flächen hier adressiert, induziert, sozusagen, damit überhaupt diese technischen und operativen Maßnahmen tatsächlich eben überhaupt umgesetzt werden. Und dann natürlich auch eine Freiheit der Luftverkehrsgesellschaften oder eine Entscheidungsfreiheit besteht. Mache ich lieber ein Offset in dem speziellen Fall oder mache ich lieber eine Reduzierung domestic bei meinen operativen Möglichkeiten oder bei technischen Möglichkeiten. Also so viel so zum Verständnis. Also ich glaube, wir können die Offsets nicht als eine Maßnahme in der gleichen Kategorie wie technische und operative Maßnahmen und Biofuels vorstellen, sondern meines Erachtens ist die übergreifend. So viel zu dieser Debatte. Die Fragen, die an Herrn Knecht sind zwei. Die eine ist eher bei den Fluggeräten. Die Frage, Sie sprachen ja von 30 bis 50 Jahren oder sagten Sie 20 bis 40, aber zumindest Größenordnung, die einerseits variabel, aber ziemlich lang sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, diskutieren Sie oder experimentieren Sie auch mit Nachrüstung von Flugzeugen Richtung Biokraftstoffe oder, ich meine, ich weiß, es gibt sozusagen Nachrüstung in Richtung Effizienz, aber gerade jetzt bei den Biokraftstoffen wäre es natürlich sozusagen nochmal eine konkrete Frage, welche Überlegungen es da gibt, ob es denkbar ist. Und die zweite wäre so eher an die gesamte Verfügbarkeit von Biokraftstoffen. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Fragen. Die eine ist, oder ein Hinweis, es wurde erwähnt, Power to Liquid. Da sehen wir sozusagen als ein Problem, wo kommt das CO2 her, um den Kraftstoff dann herzustellen. Das heißt, wenn ich in einem langfristigen... Und ich das an der Stelle gleich mal sagen darf, und der Strom. Gut, der Strom wäre ja vielleicht da aus Solarenergie. Also das sozusagen nur in einem System, wo wir langfristig auf eine völlige Dekarbonisierung hinaus müssen und möglicherweise auch irgendwann die fossilen Energieträger auch nicht mehr verfügbar sind. Also da muss man sozusagen, das ist zumindest ein Aspekt, den wir nochmal im Gesamtsystem immer etwas vorsichtig betrachten, wo man zumindest nicht einfach draufsetzen sollte und sagen, irgendwann kommt dann Power to Liquid, sondern genau diese Strategie muss sehr, sehr vorsichtig betrachtet werden. Und die andere Frage war, Sie erwähnten die Biokraftstoffe, aber ich glaube, die Frage ist ja nicht so sehr, wie ist die Raffinerie und gibt es die in Deutschland oder in Rotterdam, sondern für die Raffinerie müssen irgendwann die Flächen da sein, die eben die Biokraftstoffe, also die Raffinerie verarbeitet. Und die Frage, und wie weit ist da nicht auch eine Konkurrenz mit anderen Verkehrsträgern, mit anderen Industriezweigen, die eigentlich auch genau diese Produkte von diesen Flächen haben wollen. Und wie weit gehen Ihre Überlegungen in dieser Hinsicht? Also ich glaube, da einfach nochmal ein Hinweis, dass dies sozusagen relativ weitgehende Debatten sein müssen. Danke. Okay, vielen Dank. Also zum einen Stichwort das Fluggerät und Innovationen. Ja, wir arbeiten daran, sozusagen die Fluggeräte, die heute bereits im Markt sind, zu verbessern. Ich habe ja ein Beispiel genannt, A320neo. Neo steht für New Engine Option.
Das, zum einen, wie gesagt, hat dieser Flieger neue Triebwerke und dann haben Sie wahrscheinlich ja mitbekommen, hat er solche Sharklets, also die Flügelenden sind dann nach oben gezogen, bringt eben eine Kerosineinsparung von 20%. Das heißt, wir haben ein bisschen unsere Strategie geändert und arbeiten heute eher an sogenannten inkrementellen Innovationen und ein völlig neues Mittelstreckenflugzeug, also wenn Sie so wollen, A320-Familie-Nachfolge wird voraussichtlich jedenfalls aus heutiger Perspektive im Jahre 2030, 35 in den Markt kommen. Neben den Überlegungen, und natürlich hat Herr Hein da recht, wie gesagt, mit den elektrischen Antrieben wird natürlich in der Masse weder Mittelstreckenflugzeuge noch Langstreckenflugzeuge ersetzen, aber ich glaube schon, dass das einen Beitrag leisten wird. Das Thema, was war der Zeitpunkt, glaube ich, genau, Konkurrenz, auch sozusagen Flächenverbrauch und solche Dinge angeht. Es gibt natürlich Leute, die dann zynisch sagen, also lasst doch den ganzen Quatsch und baut einfach ein paar Bäume irgendwo an, ja, das bringt viel mehr. Ich glaube, das ist jedenfalls natürlich keine Lösung. Wir sind nicht nur bemüht, also wie gesagt, das gilt jetzt für Eric, dass wenn man den Blick in die USA, Australien oder wo auch sonst immer oder meinetwegen auf China richtet, mögen die Kriterien da natürlich andere sein. Nachhaltigkeit bedeutet für uns eben ökologisch, ökonomisch und sozial. Das heißt also, solange Projekte, die wir, also respektive unsere Mitglieder verfolgen, diesen Kriterien nicht genügen, sind sie schlichtweg nicht akzeptabel. Ich darf an der Stelle vielleicht jemanden von Syngenta zitieren, der gesagt hat, das Ernährungsproblem der Weltbevölkerung ist keines, wenn man denn alle Technologien, die heute zur Verfügung stehen, tatsächlich nutzte und auch in Zukunft nutzt. Es gibt dann einfach kein Flächenproblem. Insofern gäbe es dann nach wie vor ausreichend Flächen, die man beispielsweise dann eben auch für den Anbau von Pflanzen, aus denen man schlussendlich dann etwa Biokraftstoff jetzt mal ganz allgemein sagt, produzieren zu können. Und ich weiß nicht, ob der heutige Staatssekretär im Bundesumweltministerium noch zu seiner Aussage vom letzten Jahr steht. Da hat er aber jedenfalls gesagt, Biomasse zur energetischen Nutzung, nein, ungünstig und so weiter und so fort. Wenn überhaupt, dann sollte man das dem Luftverkehr zukommen lassen, weil, wie Sie alle wissen, der Luftverkehr keine andere Alternative hat, außer flüssige Kohlenwasserstoffe zu verwenden. Ja, ich habe davon gesprochen, es gibt Ansätze, da auch mal elektrisch zu fliegen, aber jedenfalls auf absehbare Zeit. Und ich fühle mich zwar noch vergleichsweise jung, aber ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben, dass mal ein größerer Flieger elektrisch fliegen wird. Insofern werden wir für die nächsten 40, 50 Jahre ohne Kerosin schlichtweg nicht auskommen. Ich würde gerne die letzte Runde aufmachen und noch im Hinterkopf, Wunsch frei an die deutsche Regierung, was wollen wir ins Abschlusspodium reinbringen, was soll unternommen werden, um den Klimaschutz im internationalen Flugverkehr voranzubringen? Ja, Martin Both mein Name, SPD Berlin. Ich muss leider jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen mit ein paar Fragen, die mir einfach noch nicht klar sind, als Nicht-Fachmann in der Fliegerei. Also die eine Frage ist, diese Offsets, fällt mir ein bisschen schwer, mir darunter was vorzustellen. Also sind das CDAs oder CDMs oder wo kommen die her? Also wer produziert sozusagen den Benefit, der dann verflogen wird? Da wäre ich Ihnen dankbar, Herr Kamis, wenn Sie da noch mal was zu sagen. Dann würde mich einfach noch mal interessieren, vielleicht kann da jemand aus dem Podium noch einen Satz zu sagen, wieso trotz der gerichtlichen Ablehnung der amerikanischen Klage eigentlich dieses Phänomen passiert ist, dass eben der Flugverkehr von und nach Europa jetzt nur noch auf die EU-internen Flüge beschränkt ist. Also ob das eine rein politische Entscheidung war oder ob es auch noch andere Gründe für gibt. Und dann habe ich zwei Zahlen aufgenommen, ich hoffe, ich habe sie nicht falsch verstanden, die mich eigentlich ein bisschen verwundert haben. Einerseits hatten Sie, Frau Pfeiffer, glaube ich,
darauf hingewiesen, dass eben ab 2020 klimaneutral geflogen werden soll. Das ist ja erstmal ein gutes Ziel, aber warum eigentlich erst ab 2020, sage ich jetzt mal ketzerisch? Und zweitens, reicht das aus? Zweite Frage. Und da komme ich gleich zu dem Langfristziel, wenn ich es richtig verstanden habe, 50% CO2-Einsparung gegenüber 2005 bis 2050. Und auch da ist meine Frage, ist das tatsächlich ein hinreichender Beitrag des Luftverkehrssektors, um die Klimaschutzziele zu schaffen? Letzte Frage, ich habe hier gerade ein bisschen geblättert, auch in dem BDL-Papier und bin dann auch nochmal, Sie hatten es sehr kurz angedeutet am Ende Ihres Vortrages, dass da geforscht und geguckt wird, was so die weiteren Klimaeffekte sind. Da bin ich insofern jetzt ein bisschen verwundert. Es gibt ja diesen RFI-Faktor, den der IPCC irgendwie vor 15 Jahren schon mal benannt hat, mit einer gewissen Spanne. Dann gibt es jetzt vom Uber, war ich sehr erstaunt, oder jetzt, sagen wir mal seit 2 Jahren, vom Uber einen neuen Faktor, ich weiß nicht, wo er herkommt, Emission Weightening Faktor, EWF, der sich dann gleich mal halbiert gegenüber des RFI, mit dem Hinweis, das wäre die Betrachtung für 100 Jahre. Und jetzt lese ich hier in Ihrem Papier, man muss noch forschen, man weiß noch nicht so genau. Also meine Frage ist eigentlich konkret, beziehen sich alle die Aussagen, die wir hier gerade diskutieren, ausschließlich auf die CO2-Frachten? Oder reden wir eigentlich über die Klimawirkung des Luftverkehrs, die ja dann mit mindestens Faktor 2, manche sagen Faktor 4 bis 6, eigentlich nochmal multipliziert werden müsste? Denn dann sind vielleicht manche Aussagen, auch die, die hier vorliegen, doch ein bisschen anders, als Sie sie jetzt dargestellt haben. Dankeschön. Also, EU ETS, da könnten wir natürlich jetzt noch eine weitere Stunde drüber sprechen. Ne? Im Endeffekt war es eine politische Entscheidung. Also vielleicht nochmal kurz zur Historie. Also eigentlich hatten wir ein Fullscope EU ETS, das heißt, alle, die rein oder rausgeflogen sind in die EU, mussten unterlagen dem Emissionshandel, dem europäischen Emissionshandel. Und dann gab es aber massiven Protest, eben aufgrund von Chicago-Abkommen und so, wo Sie ja jetzt gerade auch gesagt haben, okay, das Gericht hat beschlossen, das ist aber alles rechtens. Und dann gab es ja die ICAO-Verhandlungen und um diese ICAO-Verhandlungen, um das jetzt mal abzukürzen, um die ICAO-Verhandlungen, die momentan laufen, die ja 2016 hoffentlich zu einem Ergebnis geführt werden, hat dann die EU beschlossen, zähneknirschend muss man auch sagen, dass sie sagen, okay, wir begrenzen es, um den Schaden nicht noch größer, also nicht noch größeren Schaden anzurichten in der politischen Diskussion, begrenzen wir es auf rein europäische Flüge. Das zu dem. Dann unsere Ziele. Klar, wir hätten natürlich jetzt auch Ziele setzen können und setzen können, die noch weiter darüber hinausgehen. Wir haben gerade festgestellt, diese sind schon ambitioniert. Und wir haben, klar, wenn wir jetzt das Ziel ansetzen, 95% Reduzierung, werden wir nicht schaffen. Und wir sehen jetzt schon, dass es sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr schwierig wird, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Und das ist immer das Problem mit den Wachstumsmärkten. Wenn Sie gesättigte Märkte haben, die dann auch, wo alles dann eben tatsächlich zu einer Reduzierung führt, ist es einfacher als im Luftverkehr. Ja. Und genau, das Gleiche ist mit dem Ziel für 2050. Dann nochmal zu den Klimafaktoren. Alle haben irgendwie recht. Ne? Das ist halt eben eine verschiedene, unterschiedliche Berechnungsverfahren, die da zugrunde liegen, ob Sie einen EWF oder einen RFI-Faktor oder sonst was nehmen. Alle haben irgendwo ihre Berechtigung. Ne? Und wir sagen aber, klar, wir wissen, dass dass es diese Klimawirkung gibt, aber was man jetzt dagegen tun kann, ne? Also zum Beispiel, hatte ich auch angedeutet, es gibt von vom DLR, das haben wir uns auch gerade intensivst angeguckt, welche Ideen die dort haben. Wir haben aber dann in der Diskussion doch auch festgestellt, dass es noch nicht so sehr praxistauglich ist. Dass wir also diese Lösung, deshalb sage ich, wir müssen da noch weiter forschen und die Ideen weiterentwickeln, die es dort gibt. Dass es eine weitere Klimawirkung als CO2 gibt, das ist unbestritten. Wie hoch, darüber diskutieren ja auch die Wissenschaftler. Und wenn Sie nochmal in die Spalte in den IPCC-Report reingucken und sich nochmal anschauen, wie ist die wissenschaftliche Zuverlässigkeit dieser Daten, da reicht die halt von sehr hoch bei von CO2 bis zu, doch, Herr Heine, auch wenn Sie es nicht...
es steht de facto drin, dass es dort halt Unsicherheiten noch gibt, beziehungsweise Sie können sich vorstellen, gerade alles, was mit Wolken und zu tun hat, dass diese Modelle, das sind Modelle, die dort zugrunde liegen, ja. Und damit hundertprozentiger Sicherheit dann zu sagen, genau so ist es, da sagen die Wissenschaftler selber, müssen sie auch noch weiter nachforschen. Okay. Im Luftverkehr meistens. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch von mir, bevor Sie hier kamen, ist dann auch vielleicht noch mal was zu einem Offset sagen. Zu den Zielen, nach denen Sie gefragt haben. Also ich vereinbare mit meinem Chef immer Ziele, die möglichst realistisch sind, sonst kann ich sie nicht erreichen. Und wir wissen ja bereits, nicht erst seit heute, dass die Ziele, die sich die Luftfahrtindustrie oder Luftverkehrsindustrie gesetzt haben, hat, dass die sehr ambitioniert sind. Und ja, ich glaube, alle zusammen, und das gilt eben nicht nur hier für Deutschland, deswegen arbeiten wir beispielsweise bei ERIC ja auch mit den Kollegen in den USA, Australien, China, Frankreich und wo sie auch immer alle herkommen mögen, zusammen, damit wir möglichst einen großen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele leisten können. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema PTL. Herr Heinen, Sie wissen das sicherlich besser. Ich glaube, das 2-Grad-Ziel irgendwann 2035 oder sowas. Also wenn wir das erreichen wollen, müssen wir, glaube ich, dann jedenfalls um diesen Dreh herum mit null Emissionen aus dem Luftverkehr aufwarten. Ich vermag aus heutiger Sicht noch nicht zu sehen, wie das irgendwie leistbar sein könnte. Wir haben jedenfalls auf Basis der Diskussion, die wir in den letzten Wochen geführt haben, uns mal, ich würde sagen, keinen Strategiewechsel vorgenommen, aber wir werden zukünftig bei dem, was wir gerade auch an Technologien einsetzen, immer im Blick haben, dass das, was wir jetzt an Zwischenschritten aus unserer Sicht notwendigerweise tun müssen, immer dem Langfristziel Null Emissionen, PTL oder Bereitstellung über PTL, dass wir das einfach immer im Blick haben. Das heißt, wir wissen alle, wir brauchen einerseits eine Elektrolyse und daneben brauchen wir dann auch nochmal Fischer-Tropsch. Ja, und für viele Verarbeitungswege braucht man heute schon Fischer-Tropsch. Das heißt, wir werden das immer sozusagen mit in den Blick nehmen, um dieses übergeordnete Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Bin ich überfragt. Vielleicht weiß das jemand? Ja. Ja, drei Punkte. Der erste Punkt, Offsets ist tatsächlich am einfachsten, vielleicht auch das ist letztendlich nicht ganz einfach, durch CRs vorstellbar. Also die sind bekannt, zumindest einigen Leuten. Letztendlich geht es darum, Treibhausgasemissionen irgendwo zu verhindern, wo außerhalb des Luftverkehrs. Und wir wissen, oder ich würde mit Sicherheit sagen, es gibt vermutlich keine CRs, kein CDM nach 2020, aber es wird möglicherweise etwas Ähnliches geben. Also eine Art internationale Flexibilität, Emissionshandelssysteme, wie auch immer. Das ist eine ganze Debatte, wahrscheinlich eine ganze Tagung oder sogar noch mehr. Deswegen will ich nicht im Detail darauf eingehen. Aber es ist eben letztendlich genau solche Dinge sind dort gemeint. Zum IoETS, ich denke, Frau Pfeiffer hat das sehr gut erklärt. Ich würde nur eine ganz kleine Ergänzung da noch machen. Die Initiative heißt letztendlich Stop the Clock sozusagen. Unter dem Stichwort ist es dann innerhalb der EU diskutiert worden. Und die Ergänzung ist zu sagen, ich glaube, dass dadurch, dass die EU tatsächlich die Systeme, also den Luftverkehr in das EU-ETS eingeschlossen hat, tatsächlich in der ICAO erst der Druck entstanden ist, diese Debatte anzutriggern und diese Debatten zu führen, die dann hoffentlich, wie wir hier gemeinsam zumindest alle der Ansicht sind, 2016 zu einer positiven Entscheidung führen. Also insofern, so viel nochmal als Kontext. Und last but not least zu den Zielen. Ich gehe auch von Reduzierung von 80 bis 95% Notwendigkeiten und möglicherweise sogar noch drastischer. Also es gibt ja durchaus Ideen zu sagen, wir müssen letztendlich in Industrieländern zum Beispiel negative Emissionen haben, also effektiv netto die Emissionen senken. Aber ich denke, es ist wichtiger, jetzt ein Ziel zu haben und dann
nachdem auch klarer ist, wie es in anderen Sektoren ist, dann diese Dinge nochmal neu zu bewerten. Also hier ist, würde ich sagen, das letzte Wort nicht gesagt, sondern man muss sich einfach im Kontext, was passiert in anderen Sektoren, wie sind die Anstrengungen dort? Und da würde ich auch für plädieren, es sollte kein Sektor für sich reklamieren in irgendeiner Weise Preferential Treatment sozusagen. Kein Sektor ist da, das sollte dem Markt letztendlich überlassen bleiben. Und insofern würde ich da auch für international Level Playing Field, also gleiche Bedingungen für alle sozusagen plädieren. Ich habe gerade gesehen, Falk Heinen will unbedingt noch was sagen. Und danach würde ich jedem Referenten noch mal einen Punkt zum Mitgeben in das Abschlusspodium bitten. Und dann mache ich noch eine Ansage und dann können wir zum Mittagessen. Es tut mir leid, dass ich da jetzt noch mal ganz kurz nachhaken will, aber einen Punkt muss ich einfach noch mal richtig stellen. Es ist in der Tat so, dass es über Jahre eine sehr intensive Debatte über die Höhe der Nicht-CO2-Effekte gab. Und es ist aber inzwischen auch klar, dass der wichtigste Nicht-CO2-Effekt die Wasserdampfeffekte sind und dabei die Contrasseros. Und es ist auch inzwischen belegt und es ist eben nicht mehr so, dass wir einen sehr großen Unsicherheitsbereich haben, dass die Contrasseros genauso eine starke Wirkung haben wie die CO2-Emissionen. Das heißt, die wissenschaftlichen Grundlagen, damit Maßnahmen ergriffen werden, liegen vor. Und insofern würde ich auch darum bitten, dass die Wirkungen dann bei den Darstellungen der Klimawirkung auch in Ihren Grafiken mit einbezogen werden. Ich würde bitten, das jetzt nicht länger zu diskutieren. Nein, nein, weil sonst kommen wir nicht zum Mittagessen. Herr Hein, wir machen das gleich nochmal beim Mittagessen. Aber bei Wissenschaftlern, die Studien erstellen, ist es so wie bei Juristen. Entschuldigung, wenn hier ein Jurist im Raum ist, aber tut mir leid. So, letzte Runde, ein Punkt fürs Abschlusspodium. Ich denke, wir sollten uns, und das ist vielleicht Eulen nach Athen tragen, meine Forderung oder mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass die Bundesregierung sich weiterhin dafür einsetzt, dass es eben ein dass zu einem erfolgreichen Ausgang der Verhandlungen bei der ICAO 2016 kommt und, das geht vielleicht noch darüber hinaus, dies nochmal dadurch unterstreichen, dass tatsächlich auch dieses, ich hatte es gerade erwähnt, Stop the Clock zurückgezogen wird und das EU-Emissionshandelssystem in voller Gänze wieder etabliert wird, falls dies falls 2016 eben keine entsprechende Einigung erzielt wird. Und durch dieses deutliche Jungteam auch deutlich zu machen, dass es der Bundesregierung und der EU letztendlich sehr ernst ist da. Schön, dass Sie das Argument gebracht haben, dann habe ich meinen zweiten Wunsch hier. Und zwar arbeitet die Bundesregierung ja gerade an einem Aktionsprogramm Klimaschutz. Und ich wünsche mir von der Bundesregierung, dass sie alle Maßnahmen im Luftverkehr daraufhin massiv überprüfen, welche klimatechnischen Auswirkungen in Summe diese Maßnahmen hätten und das bei ihrer Bewertung berücksichtigen. Mein Wunsch an die Politik wäre, uns bei dem Weg, den ich eben beschrieben habe, also Langfristziel, PTL und die Zwischenschritte, dass wir da Unterstützung erfahren und dass wir uns da möglichst kurzfristig sozusagen jetzt auch im Nachgang MKS mit BMVI und BMOB mal zusammensetzen und mal überlegen, was man hier gemeinsam tun kann, weil das eine ist natürlich sozusagen das 2-Grad-Ziel und die Beiträge der Verkehrsträger einzufordern. Das andere ist aber natürlich, dass die Politik dann auch sagen muss, wie denn sozusagen dieser Weg beschritten werden kann und wie man da Unterstützung erfährt. Und dann habe ich noch einen besonderen Wunsch mit Blick auf ICAO. Ich würde darum bitten, und das meine ich jetzt natürlich nicht nur an Ihr Haus, ich weiß, Sie teilen sich das ja überwiegend dann mit dem BMVI, aber ich würde mir wünschen, dass Deutschland dort eine deutlich stärkere Rolle einnimmt, deutlich präsenter ist und mit Verlaub da auch mal manchmal mit der Faust auf den Tisch haut, weil wir wissen alle, das wird eher von anderen Nationen dort dominiert und die EU zusammen hat dort jedenfalls wenig Gewicht, weil da ja die Mitgliedstaaten immer einzeln auftreten. Also das wäre eine wirkliche Bitte, dass hier die Bundesregierung einen deutlich stärkeren Akzent auf die ICAO legt. Vielen Dank, da haben wir wichtige Punkte zum Mitnehmen. Es bleibt klar, dass es auch noch ein paar weitere Diskussionspunkte gibt und die können zum Beispiel ja beim Mittagessen fortgeführt werden. Da habe ich auch gleich einen guten Tipp. Es gibt 2 Essensausgabestellen und eine ist für uns näher und wahrscheinlich auch weniger frequentiert, nämlich hier vorne links die Cafeteria.
Es geht dann weiter, 13.30 Uhr, wieder in Workshops, 3 Stück an der Zahl. Wer in den vertrauten Raum kommt, wird 321 E-Commerce als Problem oder Lösung hier teilnehmen können. Dann gibt es grenzwertig CO2-Regulierung im Verkehr in dem Workshop-Raum in der Mitte, also hier einmal über den Hof, den Rund dafür gehen. Und im großen Raum durchatmen Klimaschutz und Verkehr in Städten. Und danach gibt es dann nochmal im großen Raum das Abschluss, den Abschlussteil. Aber dazwischen ist, glaube ich, nochmal Umbau und Kaffee. Also die Versorgung ist sichergestellt. Na dann, noch eine schöne Tagung.